Wie schaut es zum Beispiel bei einem Salzburger G-Kraftwerk unter Wasser aus? Eine Frage, die einerseits spannend ist und andererseits auch von höchster Bedeutung. Um dieser Frage nachzugehen, arbeiten die Verantwortlichen der Salzburger AG derzeit eng mit dem Salzburger Startup Ocean Maps zusammen. Im laufenden Betrieb der Kraftwerke wurde hier mit Hilfe von Drohnen und Sonargeräten die Unterwasserwelt aufgenommen, um sich ein Bild über die Lage zu machen. Das kann man sich so vorstellen, dass früher teilweise manuell Messdaten erfasst wurden und auch, sage ich, fast händisch ausgewertet wurden. Wir versuchen hier Wege zu gehen, dass die Daten automatisiert erfasst werden, maschinell ausgewertet werden und die Techniker sich nur noch darauf konzentrieren brauchen, diese Auswertungen zu analysieren, zu plausibilisieren und weniger Handarbeit, wenn man es vereinfacht ausdrücken will, in die Arbeit hier mit einfließt. Die Drohne misst die Oberfläche bis zum Wasserspiegel, die Unterwasserwelt wird dann von Sonargeräten gemessen. Das Ergebnis ist ein 3D-Modell, das Aufschluss auf die Situation unter Wasser gibt. Durch die Visualisierung hat man quasi einen Gesamtüberblick und eine Vermessung von der Gesamtkraftwerksanlage. Man kann es für Schulungen benutzen, man kann es für Einweisungen benutzen und man kann in weiterer Zukunft dann auch Datenmodule einbauen in die Applikation. Da das alles digital ist, kann man dann beispielsweise Pläne, Hotspots, irgendwelche interaktiven Elemente in der Kraftwerksanlage hinzufügen und diese dann für weitere Anwendungsfälle nutzen. Wir hätten zum Beispiel einen Anwendungsfall, den hatten wir bereits und konnten wir testen. In einem Kraftwerk im Bereich des Einlaufrechens wurden Aufnahmen dreidimensional per Sonar durchgeführt, die Anlandungen vor dem Einlaufrechen festgestellt und dann mittels GPS-gesteuerten Bagger ohne Einsatz von Tauchern, wie es normalerweise üblich wäre, wurden diese Anlandungen beseitigt, unmittelbar parallel wieder per Sonar mitgemessen. Und so konnten diese Arbeiten, ohne dass wir sehen konnten, wo wir genau arbeiten, visuell sehen konnten, durchgeführt werden und konnten sehr, sehr teure Arbeitstaucheinsätze damit sparen. Ja. Die Zusammenarbeit mit Ocean Maps hat sich aus dem Innovationsprogramm der Salzburger AG ergeben. Bei diesem Programm präsentieren nationale und vor allem auch internationale Startups ihre Geschäftsmodelle. Ocean Maps hat sich letztes Jahr bei der Startup-Messe den Mitarbeitern vorgestellt, der Salzburger AG. Und wir haben direkt das Potenzial erkannt und haben im Fachbereich bei der Erzeugung mit Ocean Maps gemeinsam ein Pilotprojekt aufgesetzt. Und da wurde das Kraftwerk Urstein und Wiestal einmal sich vorgenommen. Und die haben in diesem Pilotprojekt diese beiden Kraftwerke digitalisiert. Somit wird nun von Seiten der Salzburger AG eine weitere Zusammenarbeit mit Ocean Maps für andere Kraftwerke geprüft und angestrebt.